Also diese drei Zs, die sind für mich ganz wichtig geworden. Zeit, zuhören, zugänglich. Und das ist für mich persönlich, ist das in meinem Dienst als Bischof immer wichtiger geworden. Ich bin Heinrich Timmer-Ebers. Ich gehöre in der Bischofskonferenz zu der Kommission Geistliche Berufe und kirchliche Dienste. Und dann gehöre ich auch zur Pastoralkommission. Und in der Pastoralkommission soll ich gerade diese Arbeit mit den geistigen Gemeinschaften und kirchlichen Bewegungen einbringen, was ich gerne tue. Also ich glaube, wir werden eine Kirche sein in vielen, vielleicht kleinen Gemeinschaften und Gemeinden. Wir werden eine Kirche sein und vielleicht auch werden müssen, die sehr selbstbewusst und glaubensstark da ist und die auch ja, Nachwuchs hat. So sehe ich die Kirche. Und das ist ein großer Veränderungsprozess. Und da habe ich hier in die letzten zwei Jahren viele schöne Zeichen gesehen. Die Entdeckung, dass es bei uns im letzten Jahr beispielsweise in der Osternacht 45 Erwachsenentaufen gegeben hat, das ist etwas, was also sehr, sehr beeindruckend ist, wo man einfach sieht, der Glaube ist lebendig. Ich schaue mal nach Chemnitz. Also in Chemnitz haben wir in der Mitte dieses Jahres eine neue Gemeinde gegründet. Aus drei Gemeinden haben wir eine gemacht. Und in dieser Stadt gibt es verschiedene geistliche Gemeinschaften. Also so eine Breite von verschiedenen Charismen. Und die bringen sozusagen eine Lebendigkeit in das Ganze hinein, weil sie auch alle miteinander auf dem Wege sind und auch die Kirche, die Pfarrgemeinde damit also auch reich machen und vielfältig machen. Und das wird zum Segen für alle. Ich denke mir manchmal, was ist da wohl geschehen bei den Aposteln mit Maria, als sie im Abendmahlsaal zusammen waren vor Pfingsten. Und die waren aufeinander verwiesen. Und sie haben zusammengewirkt, aber unterschiedlich. Da haben wir noch großes Entwicklungspotenzial. Das müssen wir noch entdecken. Die Weihe ist nicht das Primäre, glaube ich, sondern wirklich dieses Zueinander. Ob ich das jetzt erleben werde oder ob es in 5 Jahren sein wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Menschen wollen heute eine gute, schnelle, unmittelbare Informationsbörse haben, wo man sich informieren kann. Wir wollen uns selber auch als Kirche präsent machen, einladend. So, das ist ganz richtig. Wenn man manchmal einen Seelsorger oder einen Priester erreichen will, braucht es einen längeren Anweg dafür. Und zugleich die unmittelbare Begegnung zwischen Menschen ist, glaube ich, immer viel prägender. Aber ich muss mich dem natürlich auch stellen. Ist eine wichtige, also eine innere Leitlinie, dass ich sage, also was möchte ich? Ich möchte Zeit haben für die Menschen, auch wenn ich in die Gemeinden komme, zu den Besuchen oder zu den Feierlichkeiten und mit diesen und mit jenem und einfach da bin. Und da kommt es mir nicht auf eine halbe Stunde an, sondern wirklich Zeit, damit ich die Menschen treffen kann, damit ich sie begegnen kann und umgekehrt. So, das ist ein Zeit, ist für mich ein wichtiges Kriterium. Das nächste Kriterium ist, dass ich höre, zuhören. Das ist für mich, dass die Menschen auch das sagen können, was sie in diesem Augenblick bewegt. Das hat auch alles seine Grenzen, aber das ist für mich ganz wichtig. Du musst ein Hörender sein, ein Hinhörender sein. Also diese beiden Kriterien und dann möglicherweise auch, dass wir zugänglich sind, dass man auch ein Anliegen vortragen kann, auch wenn ich nicht unmittelbar eine Lösung finde oder so. Also diese drei Zs, die sind für mich ganz wichtig geworden. Zeit, zuhören, zugänglich. Und das ist für mich persönlich, ist das
in meinem Dienst als Bischof immer wichtiger geworden.